Nee. Hallo an alle YouTube-Freunde da draußen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal bei Kufenau. In dem heutigen Video geht es darum, wie man hier von so einer Resinschale, von so einem Resintank, diesen Fettfilm hier unten tauscht. Jeder, der mit Resin 3D-Druck arbeitet, wird früher oder später an den Punkt kommen, in dem sein Fettfilm hier unten einfach nicht mehr nutzbar ist. Ja? Sei es drum, man sieht es vielleicht, wenn ich es mal hier ziemlich dicht in die Kamera halte. Ihr seht, der sieht nämlich schon ganz schön drüber aus und der hat auch hier schon so ein paar Beschädigungen drin. Ja? Heißt also, der Film ist nicht mehr benutzbar und das wird wahrscheinlich früher oder später jedem mal passieren. Da es bei mir jetzt soweit ist, habe ich gedacht, ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch mal, wie man so einen Film wechselt. Und wer sich wundert, dass ich jetzt hier Handschuhe anhab, das hängt einfach daran, dass an dem Resintank immer mal noch ein bisschen Resinreste dran haften. Ja, auch wenn wir jetzt die Folie gleich rausmachen, werdet ihr sehen, da ist immer noch ein bisschen Resin vorhanden und ich habe einfach keine Lust, dass das an meine Finger kommt. Aus dem Grund sicherheitshalber immer Handschuhe anziehen. So, dann drehen wir das Ganze mal rum. Und als erstes müssen die vier Schrauben hier raus. So. Danach müssen die Schrauben hier raus. Jetzt drehen wir das einfach mal rum und schon fällt hier meine Resinplatte raus, meine Trägerplatte hier unten raus. So. Und bei den Arbeiten ist es immer ganz gut, wenn man so ein bisschen Isopropylalkohol daneben stehen hat und wenn man das soweit raus hat, dann den Rahmen schon mal ein bisschen sauber macht. Ja. Das ist immer ganz gut, wenn man sowas dabei stehen hat. Dann kann man das gleich hier so ein bisschen sauber machen. So. Weggelegt. Und weiter geht's. Jetzt kommen die Schrauben hier dran. So, jetzt kann man das hier abnehmen und kann den alten Fettfilm rausnehmen. Und jetzt seht ihr, was ich meine. Schaut mal, was da noch an Klebkram dran hängt. Ja, also das wollt ihr wirklich nicht an den Händen haben. So, den tue ich auch gleich mal richtig entsorgen. Bin gleich wieder da. Auch das hier wird natürlich jetzt alles schön erstmal gesäubert. Von Resinresten entfernt, also Resinreste werden da erstmal weggemacht. Ne? Alles schön mit Isopropylalkohol erstmal abputzen hier. So, auch den Rahmen hier schön sauber machen.
So, und auch das Teil kann ich jetzt gleich hier unten gleich mal richtig sauber machen. Jetzt ziehe ich zwischenzeitlich mal meine Handschuhe aus, weil jetzt hole ich den neuen Fettfilm raus. Für die neue Folie habe ich mich jetzt für eine Original-Lego-Folie entschieden. Da könnt ihr natürlich jede andere auch verwenden, ne? Das ist jetzt so ein neuer Film. Und zunächst, bevor ich den jetzt hier reinmachen kann, muss ich oben und unten diese Schutzfolie entfernen. Einmal die hier. Einmal die hier. Jetzt habe ich hier so einen komplett neuen Film. Wunderbar. Und den lege ich hier drauf. Und normalerweise würde man jetzt einfach den Rahmen hier so drauflegen, alles festmachen und gut ist. Doch, so einfach ist das Ganze dann doch wieder nicht. Denn wenn ich den jetzt hier einfach nur so flach drauflege, ne, dann mache ich den hier fest, dann ist der ja relativ straff schon gespannt. Und wenn ich den dann hier später in diesen Rahmen hier reinziehe, dann hätte ich da eine extreme Spannung. Der soll ja Spannung haben, aber auch nicht zu stark. Deshalb gehe ich her und lege hier vorher, bevor ich den jetzt festmache, hier unten drunter so ein 4 mm Sperrholzrest. Ja? Dadurch kriegt er jetzt eine ganz leichte Wölbung. Das sehen wir jetzt gleich, wenn ich das Ding fertig zumache. Natürlich muss man auch gucken beim Tausch, wenn man den jetzt halt festmacht, dass er überall über den Rahmen drüber guckt. Ne? So, und jetzt kommt das Ganze hier so dagegen. Und jetzt kommen halt hier die Schrauben rein wieder. So. Dabei gehe ich immer her und tue die erste mal nicht ganz festziehen, dass ich hier den Rahmen noch ein bisschen bewegen kann. Und wenn ich die hier drin habe, mache ich als nächstes erstmal die hier auf der Seite rein. Und bei dem Reinmachen müsst ihr halt die Schrauben immer durch diesen Film erstmal durchdrücken, ne? Das geht nicht immer ganz einfach und man muss teilweise richtig feste drücken. So. Auch die ziehe ich noch nicht vollständig an, sondern ich gehe erst her und mache jetzt an allen vier Ecken eine Schraube rein. Jetzt, wenn ich die vier Schrauben drin habe, dann gehe ich her und ziehe die nacheinander an, über Kreuz. So. Und jetzt kommen sukzessive die restlichen Schrauben rein. Jetzt seht ihr auch schon, was ich gemeint habe. Jetzt ist nämlich der Film hier so ein kleines bisschen noch flatterig, sage ich jetzt mal. Was ist das? Schon Dreck drauf, okay. Jetzt müssen die ganzen Überstände hier abgeschnitten werden und das geht am einfachsten mit so einem Cuttermesser. Ne? Da geht man einfach her und fährt jetzt hier am Rahmen so entlang und schneidet hier die ganzen Überstände ab. Bevor ich den jetzt einbaue, nehme ich so ein weiches Kosmetiktuch, mache ein bisschen Isopropylalkohol drauf und reibe den erstmal oben und unten ein bisschen ab, dass eventuell feine Schmutzpartikel weggehen. So. Kann ich dann auch mit der Rückseite noch ein bisschen trocken reiben. So,
Schön. Na komm, da wird noch ein bisschen was Trockenes sein. Perfekt. So. Naja, jetzt sieht das Ganze doch schon wieder richtig gut aus. Dann muss man das Ganze nur noch hier reinlegen und jetzt festziehen. Auch dabei gilt: erstmal alle Schrauben ansetzen und beidrehen. Ist, dann immer Stück für Stück das Teil runterdrehen. Da ein Stück. Da ein Stück. Dann die nächsten beidrehen. Hierbei ist ganz wichtig, dass ihr die Schrauben immer über Kreuz oder gegenüber anzieht und immer nur stückweise so lange, bis der ganze Rahmen fest in dem Bett liegt und die Schrauben sich nicht mehr drehen lassen. Schluss. Ganz last but not least kommen natürlich noch die Schrauben rein. Und das war's. Jetzt habt ihr wieder einen schönen, sauberen und gut gespannten Fettfilm. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Björn.